Pew-pew! Gamepad empfohlen. Ich habe ein Gamepad angeschlossen. Hey. Also ja, cool. Moonlighter. Voll zerfetzt hier. Hey Leute, herzlich willkommen zum Moonlighter. Ich mache jetzt mal Vollbild an. War nämlich vorher nicht. Moonlighter ist ein sehr, sehr schönes Pixelspiel. Und ähnlich wie The Binding of Isaac, ein Dungeon Crawler, nur mit einigen anderen Dingen. Das werden wir aber auch im Prolog des Spiels erfahren. Ich fange einfach ein neues Spiel an. Ich habe am Laptop kurz reingeschaut und ich fand es sehr interessant. Deswegen sage ich einfach mal, ich spiele es. Schwer wird übrigens empfohlen. Die Schwierigkeit schwer, aber ich spiele auf normal. Normal ist hier wahrscheinlich leicht. Warum die nicht einfach leicht, mittel, schwer machen, verstehe ich nicht. Aber naja, was soll's. Unter den Sternen der Nacht gibt es ein Land, das so alt ist wie die Vorstellungskraft. In einer Nacht tauchten in diesem Land Labyrinthe voller außergewöhnlicher Schätze und tödlicher Kreaturen auf. Sie nannten sie Dungeons, seltsame, sich ständig veränderte Ruinen unbekannter Länder. Ständer, alles klar. Bald wurde in der Nähe der Dungeons ein Dorf, der ein wenig Neugierigen gegründet. Dies nannten sie Rinoka. Ich nenne es jetzt einfach Rinoka, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Unter den Siedlern strahlten zwei Gruppen am hellsten, Helden und Kaufleute, Ruhm und Reichtum. Aber die Dungeons erwiesen sich als zu gefährlich. Das Leben wurde hart für die in der Stadt, vor allem für den jungen Besitzer des ältesten Ladens, Will of Moonlighter. Der lange davon träumte, die geheimnisvolle fünfte Tür des Dungeons zu öffnen. Wie ihr seht, es sieht Binding of Isaac ziemlich ähnlich in den Dungeons. Es ist halt Top-Down-View quasi. So, und das hier ist der Prolog. Da oben sehen wir mit dem Steuerknüppel, ich spiele ja gerade mit Controller, können wir uns bewegen. Können auch rollen. Unsere Waffe ist erstmal ein Besen. Die können wir aber gerade noch nicht benutzen. Das wird gleich erst dann während des Tutorials gesagt. Und ich gehe jetzt einfach mal durch die Türen. Ich weiß nicht, ob das an Isaac angelehnt ist. Höchstwahrscheinlich. Aber ich finde es schön, dass die das alles sehr schön umgesetzt haben. Mit eigenen Ideen und eigener Story unter anderem auch. Aber das erfahren wir gleich alles noch. Erstmal laufen wir hier ein bisschen durch die Gegend. Allem ausweichen, was uns hier in den Weg kommt. Rollen ist unser einziges Ausweichmanöver. Und jetzt hier, seht ihr, kann ich angreifen. Ich habe gerade einen Trank aufgesammelt. Und hier kann ich meinen Angriff aufladen und damit halt dann auch mehr Angriff machen. Schaden machen. Aber jetzt erstmal diese kleinen Viecher, was auch immer die das sind, erstmal umhauen. Ein paar Vasen zerstören. Kann ja immer was Nützliches drin sein. Wie jetzt zum Beispiel weitere Tränke. Die werden wir wahrscheinlich irgendwann nochmal brauchen. Und dann können wir hier einfach durch. Hier ist auch wieder ein Gegner. Darf nicht an uns ran. Und somit sind die Schlösser der Truhen kaputt. Und dann öffnen wir die doch mal einfach mal. Was befindet sich denn da drin? Gießereireste. Nehmen wir mit. Nehmen wir erstmal alles mit. Und zwei Stoff. Wir nehmen einfach erstmal immer alles mit, weil ich weiß nicht, wann man etwas nochmal gebrauchen kann, weil ich das Spiel ja selbst nicht kenne. Öffnen, hier ist auch wieder ein bisschen Stoff drin. Ah, mit RT kann ich das direkt ins Inventar befördern. Ein kaputtes Schwert. Okay, mit einem kaputten Schwert kann man bestimmt nicht viel anfangen. Und das hier ist ein Raum. Hilfe. Oh Gott. Da unten sind Portale, da kommen Gegner. Und ich kann einfach echt nichts machen. Ich bin in solchen Spielen nicht gut. Ich war in Isaac auch nie gut. Deswegen habe ich das auch so gut wie nie gespielt. Aber ich gebe natürlich mein Bestes. Was ist das? Was ist los? Hallo? Huch. Ist das Spiel aufgegangen? Das soll, glaube ich, das soll nicht passieren. Das Spiel hat sich, glaube ich, einfach aufgehangen. Ja, Tatsache. Oh, danke. Oh, Hilfe. Es funktioniert wieder. Oh Gott. Huch. Allem erstmal ausweichen, verstehe. Und jetzt. Ja. Wie soll man das schaffen? Wie soll man das schaffen? Das geht natürlich nicht. Man kann es natürlich nicht schaffen. Das ist vorprogrammiert. Die
Ich finde die Animation sehr, sehr schön. Ich finde den Grafikstil echt genial. Xenon, wie du aussiehst und ganz allein. Ruh dich ein Weilchen aus, Will. Bei mir bist du sicher. Also wenn ich den Namen Will höre und dann so weiße Haare sehe, beziehungsweise so blond oder sowas, ja, dann muss ich ja schon an Simon Will denken. Der übrigens ein Illuminat ist. So, wie ihr sehen könnt. Hier sind wir zu Hause. Selbst als Kind hast du dich bereits für Dungeons interessiert. Wahrscheinlich alte Notizen und Aufzeichnungen. Kein Zweifel, du bist genauso davon besessen wie der alte Pete. Ja, erstmal aufstehen hier. Morgen, Jungchen. Hat sich unser kleiner Händler etwas übernommen? Ja, habe ich gehört, wir sind ein Händler. Will, hör mir zu. Ich will ehrlich mit dir sein. Du bist der Letzte deiner Familie. Niemand außer dir kann sich um den Moonlighter kümmern. Du kannst nicht so weitermachen und alles aufs Spiel setzen. Dein Leben für diesen Unsinn vom fünften Tor zu riskieren ist dumm. Lass es einfach auf sich beruhen. Sammel einfach ein paar Artefakte und verschwinde dann mit deinem Anhänger aus dem Dungeon. Und verflixt doch mal, hör auf, diesen Besen als Waffe zu benutzen. Da draußen ist es gefährlich, so ganz allein. Nimm das hier. Das ist eine Anspielung auf Zelda, nehme ich mal an. Das habe ich damals benutzt, jetzt brauchst du es mehr als ich. Und wir kriegen ein Schwert und ein Schild. Das ist mit Sicherheit eine Anspielung an Zelda. Na gut, dann hoch mit dir. Du lässt den Tag verstreichen. Kümmere dich um deinen Laden. Sehen wir doch mal, ob wir dir ein paar Tricks in den Schädel hämmern können. Die habe ich von deinem Großvater. Das ist schon so viele Jahre her. Ja. Also wir besitzen einen Laden. Und wenn wir in die Dungeons gehen, sammeln wir Artefakte unter anderem und so einen ganzen Kram. Und in diesem Laden kann ich dir dann zum Verkauf anbieten. Und kann halt, je nachdem, was ich anbiete und wie viel ich davon anbiete, ändert sich halt Nachfrage und Preis. Und den Preis muss ich selbst anpassen, sondern ändert sich halt Nachfrage. Und je mehr Nachfrage besteht, desto günstiger oder teurer die Produkte. Ich kenne mich damit nicht so aus. Aber auf jeden Fall, ihr seht das gleich. Wir gehen hier mal runter. Um deine Sachen erfolgreich zu verkaufen, bedarf es zweier Dinge. Kenne den Wert und die Nachfrage eines Gegenstands. Komm schon, öffne den Laden und lass die Kunden herein. Na, dann gehen wir hier runter, halten gedrückt und lassen die Kunden herein. Am 2. Januar gerade. In dem Spiel natürlich. Guck mal, da kam ein schön glückliches Gesicht. Das heißt, die Person ist glücklich mit dem Preis. Verkauft. 100 Münzen? Sind das Münzen? Ich glaube schon. Hast du das gesehen? Der optimale Gesichtsausdruck. Der Gegenstand war weder zu teuer noch zu billig. Achte auf die Gesichter deiner Kunden. So hat dein Großvater immer rausbekommen, ob die Preise stimmten. Und jetzt kommt nochmal ein Negativbeispiel. Muss ich dir wirklich sagen, dass der Gegenstand zu teuer war? Das war eine wertvolle Lektion, Jungchen. Ja, der Gegenstand war so teuer. Denk dran, verkaufe beliebte Gegenstände nicht zu oft. Wenn du den Markt überschwemmst, musst du deine Preise senken. Richtig. Verkaufe teuer, wenn die Nachfrage gehoben ist und immer in Maßen. Sieh in deinen Händler Notizbuch und es enthält Informationen über Waren und Artefakte, die du entdeckt hast. Na, schauen wir doch mal rein. Das ist das Inventar. Das sind wir. Und mit RT können wir ein bisschen hin und her switchen. Achso. Die durch den Golem fließende Energie scheint bei diesen Zerstörungen kristallisieren, ob. Scheint bei dessen Zerstörung zu kristallisieren, ob wir sie nutzen können. Also der Preis bei diesem Gegenstand ist 100 Münzen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Währung einen Namen hat oder so. 100 Münzen, weniger natürlich drunter, ist perfekt. Also ist schon fast zu günstig. Der Preis, wo sie kaufen, ist 100. 200 kaufen sie scheinbar nicht. Und so ein Zwischending zwischen 100 und 200, wahrscheinlich 150 oder sowas, ist sowas, wo sie nicht mit dem Preis zufrieden sind, aber weil die Nachfrage groß ist, es trotzdem kaufen. Ist jetzt meine Vermutung, das ist jetzt kein Safe Call. Die Sonne geht unter, es wird Zeit. Ich gehe besser, den Rest schaffst du sicher allein. Es liegt an dir, diesen Laden zur alten Größe zurückzuführen. Glaub mir, du hast das im Blut, Will. Mach deinen Großvater stolz. Probier dich doch in der Zwischenzeit dein neues Schwert aus. Nachts sind Dungeons gefährlich, aber es locken wertvolle Artefakte. Wag dich nur nicht zu weit vor und nutz den Anhänger. Wir haben einen Anhänger und mit dem können wir uns immer aus den Dungeons raus teleportieren, wenn es zu brenzlig werden sollte. Beziehungsweise wenn wir zu weit gehen. Da unten steht Speichern. Geh jetzt, meine alten Knochen müssen ruhen. Und hier können wir uns jetzt erstmal den schönen Grafikstil anschauen. Ich finde es echt genial, wie die Blätter im Wind wehen.
Hier die Glühwürmchen, hier ein hohes Gras. Ich finde das, ich finde den Grafikstil unglaublich schön. Ich mag Pixel Games ja sowieso. Aber vor allem sowas, als RPG und so, ist echt genial. Ich finde das richtig cool. Erstmal hier ein paar Kisten zerstören, wie man es halt aus sehr vielen Spielen kennt. Wie die Wäsche da hängt und einfach so ein bisschen rumweht. Wir können auch mit ein paar Leuten reden, die haben aber im Moment noch nicht alle was zu erzählen. Nichts Besonderes, nur so ein bisschen, ja, so indirekte Dinge, die halt so eine indirekte Tipps geben sollen. Hier, Mauri, hast du wieder neue Kulturartefakte in den Dungeons gefunden, Will? Faszinierend, dass die Gegenstände aus den Dungeons von vollkommen unterschiedlichen Zivilisationen zusammenstammen scheinen. Ja. Will, ich hab dich im Golem Dungeon gesehen. Irgendwas Mysteriöses gefunden? Nö. Hä? Wo ist denn... War hier nicht gerade noch einer... ein NPC, Alter? Rinoka ist vielleicht nicht mehr so reich wie früher, aber auch heute noch kaufen die Leute Souvenirs aus dem Golem Dungeon. Mit Glück sogar aus einem der geschlossenen Dungeons. Ja, unser Ziel ist es anscheinend, die Tür, die fünfte Tür, die fünfte Dungeon-Tür zu öffnen. Das haben wir uns wahrscheinlich in den Kopf gesetzt und das wollen wir auch machen. Ja, wir können jetzt erstmal in den Dungeon gehen. Ich nehme jetzt schon knapp 12 Minuten auf. Ich hoffe einfach, es wird nicht zu lange. Auf jeden Fall, ich mag das Spiel jetzt schon sehr und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir ein Feedback da lassen könnt. Das könnt ihr jetzt oben rechts bei dem i abstimmen. Da ist jetzt eine Umfrage, ob ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, ob ihr vielleicht ein paar Dungeon-Durchgänge sehen wollt oder ob ihr vielleicht sogar ein Let's Play sehen wollt. Das wäre ja nicht was ganz Neues auf meinem Channel, aber das wäre mal wieder was anderes. Ein bisschen von Unterhaltung quasi. Nicht weg von Unterhaltung. Wahrscheinlich sind immer noch ein paar meiner blöden Jokes drin. Also das wäre nicht von Unterhaltung weg, aber das wäre definitiv mehr in Richtung ernstes Let's Play, anstatt zwischendurch mal ein Unterhaltungsvideo zu bringen. Also einfach oben rechts abstimmen. Na, jetzt sind wir hier oben, wo wir gerade aus dem Dungeon geflogen sind. Wir können uns jetzt hier erstmal umschauen. Die Dungeon-Tür ist geschlossen. Die Dungeon-Tür ist geschlossen. Die ist geschlossen. Und hier oben, die ist auch geschlossen. Das ist die fünfte, die wir wahrscheinlich öffnen müssen. Und jetzt können wir aber erstmal in den ersten Dungeon gehen. In den ersten richtigen Dungeon, der ohne Instructions läuft, also ohne Tutorial. Und erstmal ein paar Gegner bashen, wenn ich schlau genug bin, das zu machen. Somit, wenn wir B gedrückt halten, können wir mit unserem Anhänger aus dem Dungeon raus. Hier ist nicht viel. Ich laufe diese Dinger immer vorsichtshalber um. Kann ich da runterfallen? Nein. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich laufe die Teile einfach immer um. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas bringen. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich mach's trotzdem halt. Ja. Du bekommst Schläge. Du bekommst Schläge. Ja, der lässt ein paar Sachen droppen. Was auch immer das für ein Viecher sind. Sehen aus wie Bäume. So. Was gibt's hier noch so Schönes? Aha. Ist gut, dass wir unendlich ausweichen können und nicht so eine Ausdaueranzeige zum Beispiel, oh, da bin ich in das Schwert reingelaufen, Ausdaueranzeige zum Beispiel haben. Das wäre echt nicht cool. Können die Karte irgendwie aufrufen? Ich glaube, ja, select. Oh, dabei läuft der Dungeon weiter, okay. Ich dachte, das wäre, oh, mies. Das war knapp. Ah ja, auf X blocke ich nochmal, stimmt. Soll ich ihn blocken bei dem was? Ja. Oh. Er ist schneller als ich dachte, dafür, dass er so fett ist. Hä? Warum kann ich ihn mal angreifen? Das ging gerade nicht. Oh, was hat er verloren? Scheinen ganz gute Sachen. Na gut, ist eigentlich relativ. Für den Anfang bestimmt nützliche Dinge. Oh. Was auch immer ihr seid. Hier geht scheinbar nicht weiter. Müssen wir hoch. Ui. Und diese Abgründe können wir halt auch drüber sliden, quasi. Drüber rollen. Hier kann ich nichts machen. Hier noch ein paar Sachen aufsammeln. Aber ansonsten... Okay, die Kiste kann ich auch nicht. Aber ansonsten ist hier nicht viel. Und hier oben das Skelett glänzt. Lesen.
an jemanden, der hoffentlich mehr Glück hat als ich. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Das seltsame Wesen auf der anderen Seite des Raums hat mich erwischt. Im Tumult ist mein Anhänger zerbrochen, aber ich würde sagen, ich habe ihm ganz schön zugesetzt. Er hat bemerkt, dass ich in der Nähe der Kammer des Wächters beobachtet habe. Auf der Flucht hat er einige Gegenstände verloren. Einer davon, eine Karte, ein Diagramm, was auch immer es ist. Ich hatte recht. Sie hielt mich für verrückt, meinten, ich hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber ich hatte die ganze Zeit recht. Jeder Wächter in jedem Dungeon muss eine Art Schlüssel besitzen. Sie alle sind mit Schlössern an einem großen Tor außerhalb verbunden. Das fünfte Tor von Rinoka. Leider werde ich nicht da sein, wenn es sich öffnet. Wer es auch immer mich findet, möge mir den Gestank verzeihen, okay? Aber das Diagramm muss hier irgendwo sein. Bitte, öffne das fünfte Tor von Rinoka. Diese Dungeons sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Und jetzt leuchtet hier unten was. Boss wird mich tot machen, sollte alle rauslassen. Jetzt muss ich komische Kreatur jagen, die mein Zeugsins gemobst hat. Oh oh, Boss wird richtig böse sein. So, wenn wir wahrscheinlich alle Schlüssel von allen Bossgegnern haben quasi, können wir das fünfte Tor öffnen. Oh, Items. So, und jetzt wird uns gesagt, wir sollen, wenn wir bereit sind, B gedrückt halten und unseren Anhänger verwenden. Und jetzt flop. Sehen wir da unten, welche Gegner wir getötet haben, wie viele Kisten wir gelootet haben und da ist unser Inventar nach dem Dungeon. Und wie zur Stadt. Wollen wir einfach mal zurück. Speichern. Plupp. Und hier sehen wir alles nochmal am Tag. Das ist echt schön. Ah, der junge Eigentümer des Moonlighter ist zurückgekehrt. Sieht aus, als kämst du einem Stück zurück. Sag bloß, du hast gelernt, den Anhänger richtig einzusetzen. Das wurde auch Zeit, Junge. Was hast du denn da? Ist das eine Karte der Dungeons? Wo hast du die her? Du hast den alten Pete gefunden? Tot also. Siehst du, das ist das Schicksal, was dich erwartet. Wenn du dem nachjagst, was hinter dem Tor liegt. Lass einfach die Finger davon, Will. Nimm einfach die Artefakte aus dem Golem-Dungeon und kümmere dich um den Moonlighter. Anderes Thema. Mir sind einige Aushänge am schwarzen Brett aufgefallen. Könnten dich interessieren. Einige Händler wollen wohl ihre Läden in Rinoka eröffnen, wieder etwas Leben in die Stadt bringen. Offenbar brauchen sie aber zunächst etwas Startkapital. Vielleicht kannst du ihnen ja aushelfen. Es wäre schön, die Stadt wieder so lebendig zu sehen wie früher. Ja, das wäre echt schön. Wo ich sagen muss, sie ist ja jetzt schon. Na, sie ist nicht lebendig, hier stehen wohl ein paar Ruinen auch rum, wie man hier unten sieht. Ich bin mir sicher, dass das Haus nicht mehr in Benutzung ist. Aber, da haben trotzdem ein paar Leute rum und es ist schön, hier rumzulaufen bei der Grafik. Guck mal, da fliegen Vögel rum. Setz dich einfach irgendwo hin. Und ich kann über die Bänke rutschen, das ist ja cool. Durch die Bäume mit Sicherheit nicht. Ja, wäre auch blödsinnig gewesen. Und die Musik ist echt geil. Ich mag es, wie die Kamera erst so hinterherzieht, wenn sie bemerkt, wohin wir gehen. Ich meine, es kann ein bisschen verwirrend sein, dass sie nicht dauerhaft bei einem ist, aber so erzeugt das ein bisschen dynamischeren Spielstil einfach. Finde ich jetzt persönlich. So. Ich würde sagen, wir stellen uns jetzt einfach mal vor den Moonlighter, also vor unseren Laden, der uns gehört. Und hiermit beende ich fürs Erste unser Abenteuer. Wir haben schon ein paar Sachen gesammelt, auf jeden Fall. Und ich würde einfach sagen, kann man sich hier leveln, Wunschliste, Kalender, wofür wir auch immer einen Kalender brauchen. Wird wahrscheinlich irgendwann nochmal erklärt. Eine Wunschliste, da kann ich mir bestimmt aufschreiben, was ich brauche. Unser Inventar und halt ein Notizbuch, wo die Preise und sowas alles beistehen. Der Golem-Dungeon. Hier haben wir doch schon ein paar Sachen rausgeholt, oder nicht? Ja, guck mal, Stoff. Und ich muss den erstmal verkaufen, um den richtigen Preis herauszufinden. Ja. Also hiermit beende ich unser Abenteuer erstmal. Wie gesagt, vergesst nicht, die Abstimmung zu machen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Und mich würde es freuen, wenn wir gemeinsam hier ein bisschen die Dungeons erkunden können. Und die Stadt wieder zum Leben verhelfen. Deswegen würde ich erstmal sagen, macht's gut, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Und bis dahin, keine Ahnung, genießt das Wetter, auch wenn es manchmal zu warm ist. Ciao.